Hi Leute, heute erkläre ich euch mal wieder, was das Workout of the Day ist und wir starten mit dem Warm-up. Da macht ihr insgesamt 2 Runden von jeweils 10 Wiederholungen. Die erste Übung sind Dislocates. Ihr könnt dabei einfach einen Besen stehen nehmen, einen Schrubber oder ein T-Shirt, einfach irgendwas Flexibles und 10 Squat-Stretches. Genau, in die tiefe Kniebeuge, ruhig ein bisschen hin und her bewegen, Knie nach außen und die Beine strecken. Insgesamt 10 Wiederholungen, 2 Runden. Okay, dann kommen wir zum ersten Strength-Part. Das ist einmal Push-Up plus Leg-Raise. Genau, ihr lasst das Bein oben und macht einen Push-Up. Für wen das jetzt zu anstrengend sein sollte, der lässt einfach den Part mit dem Bein weg und macht Push-Ups auf den Knien. Sorry, wir machen einfach weiter. Genau, macht Push-Ups auf den Knien. Insgesamt macht ihr 12 Wiederholungen alle 90 Sekunden für 4 Sätze. Das heißt, ne, ihr habt immer 90 Sekunden Zeit, um diese 12 Reps zu machen und dann, wenn diese 90 Sekunden um sind, macht ihr weiter mit dem zweiten Satz. So, die dritte Übung sind einmal die Hip-Opener. Da macht ihr 12 Wiederholungen, aber 5 Sekunden oben halten pro Seite 12 Mal. Und dann wechselt ihr die Seite und macht es für die andere Seite auch 12 Mal mit 5 Sekunden oben halten. Genau, reicht. Zum Workout machen wir von jeder Übung, die ich jetzt gleich erkläre, 50 Wiederholungen. Die kleine Besonderheit ist, dass am Anfang jeder Minute machen wir 20 Jumping Jacks. Genau, immer wenn die Minute anfängt. So, die erste Übung sind 50 Russian Twists. Ihr könnt auch gerne da ein Zusatzgewicht benutzen. Zum Beispiel euren Rucksack, der schon öfter ja jetzt bekannt war. Das zweite sind Backpack Thrusters. Genau, ihr geht in die Kniebeuge und drückt den Backpack über Kopf. Die Scaled-Variante hier ist auch einfach nur Goblet Squats mit dem Backpack ohne die Arme. Genau. Dann die dritte Übung. 50 Superman. Jawohl. Arme und Beine heben vom Boden ab. Danach haben wir 50 diagonale Raises. Genau, da hebt ihr immer das entgegengesetzte Bein, den entgegengesetzten Arm vom Boden ab. Auch hier, für wen das zu anstrengend ist, der macht es nur mit den Beinen. Also hebt nur die Beine ab im Wechsel. Genau. 50 Stück, sprich 25 pro Seite. Dann die letzte Übung sind 50 Sidesteps. Das heißt, ihr geht in die Kniebeugeposition und geht immer zur Seite. Insgesamt 50 Steps. Sehr gut. Okay, das war's. Viel Spaß.